Moin moin auf meinem Kanal Kuro Hakai Gaming. Ich bin Kuro. Es ist Mittwoch. Ich habe mich spontan dazu entschlossen. The Little Nightmares DLC weiterzuspielen. Eine kleine Runde vielleicht so. Darauf habe ich jetzt voll Bock. Und hallo Meinisch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deinen Lurk. Und ja, ich habe gerade schon mal TikTok-Shorts, meine YouTube-Shorts und Instagram-Shorts gemacht. Jetzt muss ich nur fix noch, wie es halt so ist, wenn man es spontan macht, Mastodon und Co. machen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's soweit recht gut. Tag war okay. Morgen geht's dann weiter in den typischen Arbeitschaos. Nein, ich habe morgen keinen Feiertag. Ich gehöre zu den Bundesländern, wo nichts ist. Bin also fleißig arbeiten. Mal schauen, was morgen alles ansteht. Noch mehr Grütze. Ja, habe mich jetzt riesig drauf gefreut, zu zocken. Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt so richtig drauf gefreut. Ich weiß zwar jetzt noch nicht wie lange, aber ein Stündchen schaffen wir auf alle Fälle. Ein Stündchen ist auf alle Fälle drin. Was fehlt noch? So. Damos, Mastodon. Da, das gleiche für den Twitter-Kram. Ach ja, ach ja, ach ja. Und heute kam übrigens ein neuer Blog-Eintrag von Guild Wars 2. Freue ich mich schon. Nächste Woche wird das nächste Add-on enthüllt. Und die haben da auch schon einen angeteasert, dass sie jetzt einen Wunsch vom Spieler erfüllen, der schon 5 Jahre alt ist. Bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Und es steht fest, es wird ein neues Gebiet sein, was wir bisher noch nicht kennen. Auf Tyria. Da bin ich auch mal gespannt. Gleich haben wir's. So, Spets auch abgearbeitet. Perfekt, perfekt, perfekt. Den wichtigsten Scheiß haben wir jetzt erledigt. Wir gehen zurück. Bam, jetzt können wir uns auch um das Game kümmern. Da gehen wir direkt auf die Live-Szene. Grabstein müssen wir noch aktualisieren. Ach ne, ich habe gerade aufs Falsche drauf geklickt. Ich habe gerade auf den Belohnungstimer geklickt. Ist ja Quatsch. Grabstein, genau. 12 Tote hatten wir bisher im DLC. Das passt. Der richtige Counter ist geladen. Jetzt muss ich nur schauen, wenn ich jetzt weiterspielen drücke, dass auch das Richtige geladen wird.
Es müsste ja jetzt das DLC geladen werden. Ah jo, da sind wir. Da sind wir, da sind wir, da sind wir. Da ist auf alle Fälle ein Schalter, den haken wir direkt mal. Alles klar, wir fluten und jetzt. Wir haben den Schalter betätigt, wir haben geflutet. Da ist eine Toilette. Witzigerweise ist da eine Toilette. Finde ich schon irgendwie witzig. Damit haben wir das Licht angemacht. Eigentlich bleibt er nur. Ich habe eine Vermutung. Oh ja, ich habe eine Vermutung. Ah ja, alles klar. Das wird jetzt spannend. Oh, war klar, dass ich aus Versehen loslasse. Ich hätte jetzt vermutet, dass unter Wasserding kommt. Aber anscheinend doch nicht. Hier ist eine Lücke. So, alles klar. Hier wissen wir schon Bescheid, hier wird das Wasserding sein. Da ist das. Da ist er. Habt ihr gesehen? Jetzt nur mal gucken, ob die eine bestimmte Route hat. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich sie richtig, also dass ich sie sehe. Eigentlich ist es witzig, dass wir
schneller sind als das Ding. Das gibt's ja nicht. Interessant, das Ding. Das wundert mich jetzt. Reicht's aus von der Zeit? Hat ausgereicht. Wahrscheinlich müssen wir erst darüber. Kann ich das Ding nicht festhalten? Sieht so aus, als könnte man es schieben. Oder halt doch nicht. Alles klar, das soll funktionieren. Nein, das... Also was ich machen muss, ist klar. Ah, das war jetzt zu weit gesprungen. Oh, ich bin so dusselig. Komme ich ja nicht mehr raus. Ich bin hinüber. Mistverdammter. Treibe ich hier jetzt meinen Counter hoch? Nein! Was, wo bin ich denn? Oh nein! Also ist ja eigentlich ganz klar, was ich machen muss. Ich muss diesen Sack da nach oben befördern. Da ist die Hand. An die Hand muss ich drankommen. Und dann schwinge ich.
Alle Likers, danke für dein Lurk. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die noch auf das zweite Fischstück geht. Aber scheinbar nicht. Wir wollen da hoch. Schuhe. Sind wir jetzt wieder bei diesem Schuhmeister? Könnte so sein. Das wird wahrscheinlich da oben lang gehen. Hier hoch, dann das Brett umkippen. Und dann rüber. Los! Easy. Easy. Wartet mal einen kleinen Augenblick. Nur gut. Wir haben da die Türklinke. Ich bin gleich wieder da.
Da bin ich wieder. Wir können weitermachen. Wo haben wir stehen geblieben? Genau, wir waren jetzt an der Tür, wo die Klinke zu hoch ist. Und... und wir dieses ähnellose Blatt haben, was ja irgendwas zu sagen. Ah, ich verstehe. Ich will nach oben schmeißen, geht das? Nach oben? Doch nicht. Hallo Alex, alles fit? Huch. Ja, endlich Wochenende. Stimmt ja, du hast ja kurze Woche. Jetzt kannst du zocken bis zum Umfallen. Geht das nicht nach oben geschmissen? Mal schauen, ich habe zumindest vor, neue Erfolge zu machen und einen Charakter durch die Story zu ziehen. Da habe ich noch gar nicht weitergemacht. Aktuell hatte ich nicht die Lust zu. Ich will eigentlich nur den Schuh mitnehmen oder sowas. Es muss doch gehen. Dass ich den irgendwie hochbekomme. Aber der wird nicht hochgeschmissen. Kann ich mit dem Ding springen? Nee. Kann ich auch nicht. Ach, wartet mal. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert. Es gibt natürlich noch eine Variante. Vielleicht ist es total simpel, indem wir
indem wir jetzt das Brett nach unten machen. Rumdrehen. Rennen und springen. Ja. Das klang jetzt nicht gut, meine Freunde. Das klang absolut nicht gut. Kann ich den Stuhl bewegen? Ja, ich kann den Stuhl bewegen. Sehr gut. Also, ich kann ihn nicht da drüber bewegen. Hör doch auf. So eine Runde Schmarrn. Geht das Ding nicht? Doch. Das war doch jetzt relativ einfach, nicht? Little Nightmares wollte ich auch mal spielen. Hab's damals nicht lange gespielt. Ja, hättest du mal lange gespielt. Ist doch ein schönes Spiel. Herr Alex. Ist doch ganz witzig. Hier dürfte jetzt nichts passieren, hier ist es zu flach. Andererseits kommt man jetzt hier nicht hoch. Aber man kann sich das Ding jetzt zurechtschieben. Es schieb! Schieb! Zieh! 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 Ich hoffe mal, das haut hin. Ich sehe gerade nicht, ob ich von der Kante her gut genug bin. Wollt jetzt eh mal wieder das Spiel auf 100% bringen und da würde ich es anbieten. Genau, mach das mal. So, mal sehen, ob wir jetzt gut genug geschoben haben oder ob wir jetzt gegrillt werden. Das war ein Grillen. Aber gut. Es war eher ein Grillen, weil ich nicht gesprungen bin, ich Depp. Ah, es ist da stehen geblieben, wie schön. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. Nein, reicht nicht. Das ist nicht korrekt geschoben, da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Ach, guckt. Hier ist ja noch so ein Teil.
Das habe ich gerade übersehen. Na, dann ist es ja easy. Dann ist es ja easy. Dann ist ja wirklich simpel hier. Und morgen geht's bei dir mit Ghost of Tsushima los. Bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du es selber spielst. Easy. Ich glaube, wir müssten gleich an die Stelle kommen, wo wir das Wasservieh grillen können. Die Stelle hatte ich bei Meinisch gesehen. Das war jetzt ganz gechillt. Da ist ein Loch. Da ist ein Handabdruck von dem Ding. Wisst ihr was? Wir könnten da jetzt rechts weitergehen. Aber ich will jetzt wissen, was in diesem Loch ist. Mehr als sterben kann ich nicht. Also springe ich runter. Hey, die Stelle, wo das Viech gegrillt wird, habe ich dir erklärt, wie es geht. Und Leute, Neugierde befriedigt. Es ist wirklich ein Loch des Todes. Ein Loch des Todes. Es ist alles bewiesen, Schätzchen. Es ist alles bewiesen. Ach guck, vorhin war das doch eine Frau, jetzt ist es ein Kerl. Das war klar, dass die Hand da irgendwie kommt. Also das war jetzt so klar, dass die Hand da kommt. Aber ich wette, ich habe mich besser angestellt als die Meinisch.
Das heißt hier frech. Ist doch wahr. Ich hab gerade mich aus den Augen verloren. Nein! Ich bin ein Depp. Ich hab's gerade fast wieder selbst vergeigt. Warum? Weil ich die Taste losgelassen habe. Die Festhalttaste. Liebe Leute, jetzt sind wir wieder an einer Stelle des Todes. Ich bin hier safe. Da ist das Schiff. Wir müssen... Da unten ist das Teil. Wir müssen da rüber. Da ist ein Mike. Mike will sehen, wie mich das Vieh frisst. Mike, hast du deine Gartenarbeit geschafft? Stirb, ich klipp das, haha, ja. Natürlich, Mike. Soll ich extra für dich sterben? Sehe ich nicht so. Ich sehe das gerade vor meinem geistigen Auge. Wie an der Stelle Sabrina gestorben ist. Guru ist bodenlos. Man nennt ihn Guru nicht, der Nichtkenner. Ach, ist das herrlich. Ich feiere das. Da ist der Schalter, den wir brauchen. Der wird ja nicht auf Anhieb diesen Sprung schaffen können. Also vermute ich, wir müssen erst das Wasser ansteigen lassen. Also erstmal nach unten. Irgendwie war das jetzt nicht so, wie ich das gedacht habe. Aber wir haben ja noch einen Schalter. Oder was heißt noch ein Schalter? Hier haben wir noch eine Zone, die wir hochklettern können. Wie, weg mit der Brille? Habt ihr Hunde jetzt etwa Brillen weg eingelöst? Oh, ihr seid Hunde. Los, Binderkuro. Los, weg mit der Brille. Sehr gut. Ja, alles gut. Hab Gartenarbeit gemacht und war einkaufen. Nur ein bisschen entspannt mit euch. Ihr seid Ärsche. So, sitzt wie geplant.
Wie geplant ist das Ding gelandet auf dem Koffer. Ihr könnt mich doch mal. Ihr könnt mich! Jetzt hole ich das Wasser hoch und ich wette, Sabrina hat dafür auch bestimmt 20 Minuten gebraucht. Ja, wartet. Das kann er jetzt nur von. Das kann er jetzt nur von Sabrina gekommen sein, dass ich sterben soll. Jetzt schiebt man noch den Koffer ran, dass wir einfach dann rüberlaufen können, wenn wir das Wasser anheben. Und dann hat die Sache sich erledigt. Wenn der Koffer sich nicht so schwerfällig tun würde. Aber das reicht auch schon. Den Rest können wir schmeißen. So, jetzt heben wir das Wasser wieder an. Und für alle da draußen, warum ich gerade nicht auf den Chat reagiere, ich löse gerade die Belohnung ein. Brille weg, da sehe ich den Chat nicht. Sobald das erledigt ist, reagiere ich wieder auf den Chat. Und by the way, da fällt mir gerade so ein, Mike muss noch coole Belohnungen machen für seine Kanalpunkte. Aktuell kommt er ja recht geschmeidig drumherum, irgendwas Cooles zu machen. Ah, ich verstehe. Dann machen wir noch den Koffer passend für den Sprung jetzt mit der Tür, dass wir es rechtzeitig durch die Tür schaffen. Müssen wir eben noch mal kurz Wasser ablassen. Na? Geht davor. Tür ist ungefähr da, da müssen wir den Koffer. Koffer, bleib doch mal einfach in meinen Händen kleben. Oh, ist das lästig. Das ist ja wirklich ein ätzender Koffer. Und los, und los, und schieben, und schieben, und schieben, und schieben. Die Längsseite brauchen wir, das ist der optimale Weg. Naja, können wir es so lassen. So ein bisschen. Vielleicht noch ein Müh, so. So ist es schön. So ist es schön. Und drauf drücken. So, und jetzt. Hopp. Hopp. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Das sieht schon besser aus, das sieht besser aus und zack, wir sind drin. Die Sache ist erledigt. Es ist dunkel, es ist düster.
Da unten wird das Viech sein. Ansonsten wäre es ja komisch. Hier sieht es aus, als müssten wir drüber springen. Oder auch nicht. Doch, das Viech. Hört ihr das Viech? Ich höre es schon. Es hat mich. Es hat mich. Es hat mich. Jetzt passt es aber wieder. Jetzt muss ich überlegen. Oh, das Ding ist diesmal passiv-aggressiv. Ach, ich stand ja schon da unten. Habt ihr das gesehen? Habt ihr da gerade gesehen, dass ihr da irgendwie komische Faxen macht? War das ein Bug? Das sah aus wie ein Bug. So mitten im Wasser klettern. Ohne dass da was ist. Sah zumindest so aus. Alles klar, ich war schon unten auf der Tür. Ich habe mich gerade gefragt, wo ich bin. Aber easy. 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 Und los. Wo bin ich denn? Da bin ich. Wir wollen da hoch. Ach ja, da haben wir ja die Fernsehstelle. Und da mal wieder das gute alte Fernsehen, was wir aus Teil 2 kennen. Ich muss mich mal erstmal wieder orientieren, was ich hier machen muss. Mal scharf nachdenken. Da ist der Lichtschalter. Wir brauchen einen angehobenen Wasserspiegel. Da wird uns dieses Ding hier helfen. Das wird uns helfen. Der Hebel hat nicht ausgereicht. Ach, logisch. Kann ja auch noch nicht ausreichen, der Hebel. Wir müssen ja erstmal den Strom anstellen. Ist ja vollkommen logisch. Wer zur Hölle hat hier eine Umfrage gestartet? Wir müssen jetzt zack. So, jetzt müssen wir schieben. Schieben. Sch-
Schieb doch mal, mein Freund. Das war zu langsam. Das war zu langsam. Aber meinst du, hast recht, also manchmal greift die Figur nicht so richtig, wie sie soll. Da hast du vollkommen recht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Jetzt, wo ich selbst spiele, kann ich das richtig nachvollziehen. Was ein bisschen nervig ist. Da hast du total recht. So, jetzt grillen wir den. Erst gegrillt und meine Brille ist wieder da. Mörder! Eiskalt, sag ich ja. Ab wann habe ich denn jetzt Brille weg? 20 Minuten. Ach, Sabrina, Schätzelein, selbst ohne Brille war ich besser mit dem Fernseher als du. Und das auch nur, weil ich das mit dem Fernseher dir erklärt habe. Haha, Schnecke, es wird so lustig, mit dir zusammen zu spielen. Es wird so lustig. Ich freue mich riesig darauf. Ja, alles gut, hab Gartenarbeit gemacht, dann ist die Brille weg. 20 Minuten, warum 20 Minuten, drei Dummers, aber ich habe zu viele Punkte. Cantina, bester Mod. Stirb, Kuro, stirb. Ich wusste, dass das demeinisch war. Hoffentlich, ich klipp direkt als Rache. Ja, ja. Oh, fies, das sagt es nicht. Hä? Hab nichts gehört. Wenn er weiter da beim TV ist, wird er bestimmt sterben. Ja, muss ich. Suche noch nach Sounds und so. Ja, ich bin ein Fuchs. Oh, ein totaler Fuchs. Der Mike ist ein Fuchs. So eine geile Sau, ey. Der Mike, der hat's drauf. Der schiebt in Dark Souls den Boss zweimal das Schwert in den Arsch und nicht nur einmal. Chuck Norris sieht alt aus gegenüber von Mike. Wenn du zwischen Mike und Chuck Norris wählen müsstest, müsstest du Mike wählen, weil Chuck Norris ist nur eine Fliege. Kannst du über Erweiterung bei Twitch Dashboard machen? Ich weiß, aber weißt du bestimmt schon. Bin im Moment zu faul. Machen, dann hast du es hinter dir. Ja, muss ich, aber ja. Kuro schiebt schneller. Hätte vielleicht länger laufen lassen sollen. Er trötet. Wenn er drin ist, ist es meistens erledigt, ja, richtig. Hahaha, Clip. Aha, was hast du denn Böses geschrieben? Nix. Timeless hat wahrscheinlich den Link geteilt. Und da er normal User ist, kann er den Link nicht teilen. Drei Sterne sind bodenlos. Abgegibt, wie er gesnackt wurde. So, mal sehen, ob's geht. Komisch. Ja, hab den Clip gelinkt. Eben. Normal-User kann nicht einfach so Clips in Chat reinsetzen. Das ist ein Sicherheitsfeature. Kuro, schäm dich. Deine Treue kommt, darf keine Links posten. Doch, du darfst, Sabrina, weil du VIP bist. VIP dürfen Links posten. Zu langsam geschoben. Sag ich ja, perfekt. Eiskalt, Mörder. Ja, ist echt so, von wegen, netter Kerl. Ich weiß, ich werde es mit Genuss schauen. Ich lasse dich sterben. Ja, ja, Sabrina, du hast mir schon angedroht, dass du mich sterben lässt. Ich wusste doch schon immer, dass du eine fiese Art hast. Darum kann ich nur als Gegenstück auch fies sein. Ansonsten komme ich nicht gegen dich an. Mike hat zwei Klicks gemacht. Der Mike ist cool. Chuck Norris ist mein Praktikant. Und wieso bin ich noch nicht VIP? Bin ich denn bei dir VIP? Nein, ich bin nur Mod bei dir. Na gut, Mod darf auch alles.
Sein Lieb, wenn du mir sagst, wie das geht, mache ich dich zum VIP. Brauchst du nicht, ich bin ja Mod bei dir. VIP. Hey, hey. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch gerade nicht, wie man das über das normale Fenster macht, ein VIP setzen. Ich wüsste das jetzt nur, wenn ich in diese Rollenansicht gehe. Eigentlich so oft wie Sabrina da ist und mir zuschaut und so weiter, müsste sie eigentlich auch ein Mod bei mir sein. War das jetzt ein geplanter Tod oder ein ungeplanter Tod? Es war ein geplanter Tod. Ach, guck. Ich habe ja vergessen, dass das... Ich habe ja vergessen, dass das die Szene ist, die wir im ersten Teil gesehen haben, wo man den Gelben spielt. Ah, ich erinnere mich an die Stelle im ersten Teil. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und das sind wir schon. Wer hat eigentlich von bei der Vorhersage Punkte gewonnen? Hat überhaupt jemand Punkte gewonnen? Nee, ne? Bei den lieben Zwergen im Kohlekeller. Ach, Biene. Versteckst du dich da drinne, du armer Wicht? Ich will mal kurz die Lage hier checken, ob es was Interessantes gibt. Nö. Nö. Hallo, my lady, danke für dein Lurki. Dass die da durchpassen, ist eigentlich schon ein Witz, ne? Irgendwie.
Ah! Komm her. Du bist stecken geblieben, haha. Haha. Ach komm. Stell dich nicht so an, hoch mit dir. Wo rennt die denn durch welche Löcher kommt die denn? Das ist ja ein Witz. So lässt er sich nicht schmeißen, schade. Doch, der lässt sich schmeißen. Bleib doch mal oben liegen. Das war doch witzig, da könnte doch da oben sich festhalten. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Entschuldigt, aber ich finde das witzig. Es macht mir so Spaß, die Dinger durch den Gegend zu schmeißen. Na komm, jetzt will ich aber, dass du da hochfliegst. Also das war jetzt eine sehr komische Flugbahn. Habt ihr gesehen? Der ist so und dann... Also so oder einfach mal ein paar Zentimeter übersprungen. Komm ran, schieb mit. Hier ist es dunkel. Wenn hier nicht gleich so ein Ding kommt, so ein Gegner, dann weiß ich auch nicht. Nicht? Also ich hätte jetzt damit gerechnet, die Tür geht auf. Aber scheinbar nicht. Na, schieb. Sei nicht so, schieb. Du sollst schieben. Sind nicht so schiebfaul. Jetzt stell dich nicht so an und schieb, mein Freund. So, bin mal essen und dann zur Arbeit. Haut rein und viel Spaß. Wir sehen uns morgen dann im Stream. Viel Spaß und guten Hunger. Und danke für die Clips. Es freut mich, wenn ihr Clips macht. Vor allem kann ich dann das dann wenigstens würdigen, wenn ich das dann auf Instagram, YouTube und TikTok. Ach, guck. Na, dann haben wir das Problem doch gelöst. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Na, komm jetzt. Stell dich nicht so an. Hoch mit dir.
Cool. Also hier den richtigen Abstand auszuloten, ist auch so eine Sache für sich. Und jetzt habe ich total komisch geworfen. So. Und er bleibt hängen. So. Wenn die mich verarschen. Das war doch total quatschmäßig gesprungen. Oh, der Kleine. Darf ich dich auch durch die Gegend schmeißen? Kommt, jetzt bekommen wir gemeinsam die Tür auf. Ey, ihr komischen Dinger. Da sind drei. Was ist mit euch? Jetzt kommt ihr mit. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Warum seid ihr nicht gerade eben mitgekommen? Also so ein bisschen fühle ich mich ja verarscht vom Spiel. Kurz AFK, sagt der Mike, der Alex. Ach, wir sind jetzt hier. Das ist die Luke, wo sie Sabrina unbedingt runter wollte. Wo sind meine ganzen Wichte denn hin? Wo rennt ihr denn nur alle hin? Ihr sollt bei mir bleiben und euer Job machen, gefälligst. Einer fehlt noch. Einer hat sich noch verpisst. Den kassiere ich auch ein. Ich weiß nicht wieso, aber den kassiere ich jetzt noch ein. Der hat sich endgültig verpisst. So ein doofer Zwerg. Na, dann hat er Pech. Dann soll er halt untergehen. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Dann werden wir noch dieses Seil da nutzen. Das ist wieder so ein Sprung, den ich nicht mag, weil ich nicht so ganz abschätzen kann. Weil ich hier nicht so ganz abschätzen kann, wie weit ich springen kann, beziehungsweise wie weit ich laufen muss, um dann den Sprung sauber zu vollziehen.
Aber das ist erstmal nicht schlimm. Da ist der Kran. Schön, wenn man so begrüßt wird mit hängenden Puppen. Das will man sehen. Das will man wirklich sehen. Alles klar, hier geht's noch nicht lang. Obwohl, warte mal. Ah. Lauf. Unser guter alter Schuhmacher. Wie weit komme ich hier nach links? Nicht so weit. Mist. Jetzt habe ich aus Versehen die Dose nach unten geschmissen. So ein Müll. Lass doch jetzt die Dose stehen, Junge. Kid, lass die Dose stehen. Das hat nicht so ganz geklappt, an den Schalter ranzukommen. Quack! Der riecht besser als im ersten Teil. Der riecht definitiv besser als im ersten Teil.
hat der Schalter jetzt nichts gemacht. Sehe ich das richtig? Jetzt machen wir mal was anderes. Ich will jetzt mal wissen, was in einem anderen Raum ist. Also müssen wir erstmal wieder hier hochkommen. Der würde jetzt nicht nach mir greifen. Da ist ein alles klar. Wie jetzt? Für einen ganz kurzen Augenblick hätte ich gedacht, er findet mich nicht. Für einen ganz kleinen Augenblick. Natürlich kann der Schalter da drüben auch optional sein, ne? Ich vermute mal, mit dem Schalter kann man den Stromkreis anschalten und dann kann man die Kettensäge, die Säge anmachen, wodurch der Typ abgelenkt ist, um damit dann das Rädchen dann zu drehen, damit ich dann durch die Luke da kann. Aber vielleicht schaffe ich das auch so. Andererseits. Warum riecht er denn jetzt so gut? Das ist ja erstaunlich. Ich dachte, der bleibt jetzt erstmal drüben in seinem Raum.
Erledigt. Bäm! Ey yo, ich hab's drauf. Ey yo, ich hab's drauf. Ey yo. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ey, meine ich. Wusstest du schon? Ich hab's drauf. Hier muss irgendwo so ein Zwerg versteckt sein. Zum Klettern, wisst ihr. Für die Leiter da. Klingt auch so, als wäre irgendwo einer. Da oben ist einer. Kommt man hier schon hoch? Ne, da kommt man nur mit dem Wagen hoch. Komm runter! Hüpfe! 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 Perfekt. So einfach geht's. Easy. Easy. Mir fällt gerade ein, ich darf ja nicht weiterspielen als der Kohlekeller. Du warst doch auch. Ah, witzig, dass man so in eine Szene vom Hauptspiel reingucken kann.
Muss ich mal was probieren. Gehe ich die weg? Ah, ist meine Batterie ist fast alle. Hallo Daniel. Wie geht's dir stets? Was macht das Leben? Hoffentlich geht's dir gut. Also dieser Raum ist gerade für mich irgendwie unnütz. Ich habe jetzt keine. Außer hier irgendwas gucken, bietet der Raum mir gerade keinen Mehrwert. Ich nehme mal an, der hat jetzt auch wirklich nicht so weiter Mehrwert gehabt. Außer jetzt vielleicht dieses Easter Egg zum Spiel. Zum Hauptspiel. Ich habe das Gefühl, ich habe es gerade versemmelt. Oder? Nö, ich habe es doch nicht versemmelt. Alles easy. Easy. Leute, das war so easy. Hier ist mir das Game abgekackt. Warum wohl? Wollen wir mal da drüben in den Raum reinschauen? Machen wir mal. Ey, der lässt sich umfahren, der Sack. Das war nicht mit genügend Elan, das machen wir nochmal. Ach komm, wie viel Anlauf soll ich denn noch dafür nehmen? Ist doch nicht dein Ernst? Easy, ich habe von den Noobmeister gelernt. Wer soll denn der Noobmeister gewesen sein? Kenne ich den?
Das reicht uns nicht. Was reicht dir nicht? Schätzelein. Ach komm. Jetzt flieg, du Zwerg. Flieg und sieg. Sei ein braver Zwerg. Geht doch, warum nicht gleich so? Komm her, du Zwerg. So ein bisschen nervt es mich schon mit dem Zwerg. Jetzt mal ehrlich. Witzig ist, wie der Raum sich mitbewegt. Seht ihr das? Es gibt der Raum wieder in die andere Richtung. Na komm, du Zwerg, jetzt stell dich mal nicht so an. Du sollst nur da hoch. Das ist traurig, Herr Zwerg. Oh, ist das traurig. Ach, lass mal den Zwerg jetzt. Jetzt aber. Und schmeißen. Jetzt mal ehrlich. Von welchem Winkel hängt das denn ab? Was war das denn für ein Bullshit? Dein Anlauf. Was ist mit meinem Anlauf? Was ist mit meinem Anlauf? Was denn? Kommt nicht wieder raus. Doch, es kommt wieder raus. Komm her! Komm her! Hab's. Hab den Zwerg, noch ein Zwerg mehr. Ach ja, ich muss ihn ja wieder hochschmeißen. Habt ihr das gesehen? Die Flugroute. Hui. Bam. Hui. Bam. Ach nö, jetzt ist ein Zwerg runtergefallen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, komm du her. Warum bist du denn jetzt runtergeknallt? Was bist du denn für ein dusse Zwerg? Eine sehr interessante Flugroute. Vom Loop gelernt. Vom Loop gelernt, wo ich dir so viel geholfen habe.
Sabrina, das merke ich mir. Das merke ich mir komplett. Ich lasse dich sowas von sterben. Und ich dachte, du magst mich. Jetzt steht mir doch nicht im Weg rum, ihr Zwerge. Tu ich doch, ja, ja. Ja, ja. Du mich auch. Schätzelein. Bleibt da und wartet. So, mal sie runter. Na dann, los mit euch. Action. Macht mit hier. Ob das Ding mich eigentlich nach oben bringen kann? Ob da irgendwas Besonderes ist? Geht das nochmal? Nee. Dann lassen wir das weiter. Da steckt einer in Kohle fest. Bitte das mitsammeln. Du willst doch auch mitsammeln, ich seh's dir doch an. Macht fleißig weiter, meine Untertanen. Sabrina, denk dran. Alles, alles kannst du es da beim nächsten Mal zurückbekommen.
Leider zu wenig Punkte. Oha, seit wann bist du Mod? Seit vorhin. Ja, kann mir Punkte zurückgeben. Gegen eine Wand gelaufen. Ah, ich habe nicht ausreichend darauf geachtet, dass es gerade ausgeht. Ja, das ist wie mit dem Krankenhaus und den Puppen. Man muss erstmal durchschauen, wo der Weg lang läuft. Wenn man dann erstmal weiß, wo der Weg ist. Ach, da ist der Weg. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, die Taschenlampe nochmal anzumachen. Nein, war es definitiv nicht. Ich weiß. Fragt sich aber, was der überhaupt hier unten im Keller macht. Ich hätte fast vermutet, ich schaffe es noch bis in diese eine Lücke rein. Aber war doch nicht der Fall. Jetzt pass auf. An der Ecke hängen geblieben. Wuhu. Wenigstens eine Stelle, wo du besser warst. Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du da jetzt so viel besser warst mit deinem Lichtschalter da, hast du doch ewig rumgemehrt. Das Ding. Das ist das Ding immer noch. Das ist das Ding immer noch. Das Ding geht gerade wieder raus. No.
Was? Der hat mich entdeckt? Das ist ja ein mieser Arsch. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal hier. Untenrum ist er schneller. Untenrum ist er schneller mit dem Greifen. Das klingt so falsch. Ich habe das Gefühl, ohne Licht, wenn man es jetzt ohne Licht sich an dir vorbeischleichen würde. Wahrscheinlich nach oben, da ist eine Treppe nach oben. Na komm, Sabrina, so schlimm war ich doch gar nicht. Du machst dich echt unbeliebt, weißt du das? Ich habe das Gefühl, der Raum hier hat nichts weiter zu sagen, ne? Oder vielleicht doch nicht? Alles klar. Dann holen wir mal den Stuhl. Müsste der nicht eigentlich mit Yellow Jacket beschäftigt sein, der Typ?
Was macht er eigentlich hier? Jetzt mal ehrlich. Der müsste doch mit Six beschäftigt sein. Kurz Loki. Frage ist ja, muss ich eine leuchtende rüberbringen oder kann ich auch eine dunkle rüberbringen? Aber die dunklen werden wahrscheinlich nicht gehen. Es muss schon die leuchtende sein. Thank you.
Was ist denn da los? What the fuck? Ich bin verloren. Ob ich jetzt an denen einfach vorbeikomme? Läuft irgendwie noch anders. Jetzt lass mal den da wieder zurücklaufen. Das war jetzt scheiße. Das war jetzt kacke. Das Runterplumpsen wollte ich jetzt nicht. Fuck. Aber ich habe meine Strategie. Jetzt nicht mehr so klappt.
Die Kohle ist das Problem. Die Kohle. Jetzt weiß ich, warum der mich immer... Die verdammte Kohle. Das heißt, ohne Kohle sollte er mich... Komm, geh weg. Schönen Abend, Alex. Jetzt muss er trotzdem günstig stehen, um den Nicht-Kohle-Pfad zu nehmen. Aber ich kann ja den ersten Teil wieder meine Strategie fahren. Das hat eigentlich... bis auf zweimal gut geklappt. Probieren wir das nochmal. Das war ja nichts. Das war jetzt ein sinnloser Versuch. Mann, was ist denn jetzt nur los? Das nervt mich jetzt. Eben hat das doch super geklappt mit... Warum klappt denn das nicht mehr? Irgendwie. Und ich schwitze wie ein Schwein. Irgendwie ist mir gerade so warm. Ach. Mann. Neuer Versuch. Bitte ein bisschen mehr konzentrieren, Kuro, ein bisschen mehr konzentrieren. Och Mann, warum macht denn der nicht das Hochlaufen richtig? Jetzt mal ehrlich. Da fällt so die Stufen wieder runter. Was soll denn der Scheiß? Das hat er doch eben nicht gemacht. Eben bin ich doch locker da hochgekommen. Dass wir jedes Mal diese beknackte Tür hier aufmachen müssen, geht mir auch auf den Keks. Warum eigentlich? Das hätten sie doch safe spotten können. Das wäre egal gewesen.
Na gut, jetzt warten wir mal, bis der wieder weg ist, der Vogel. Danke. Gott, das war jetzt so angespannt, dass ich nicht mal was sagen konnte. Ich war jetzt volle Kanne angespannt. Aber sowas von. Du Arsch. Hammer. Kann man noch irgendjemanden hier retten? Nee. Das war jetzt irgendwie unnütz.
Was war denn der unnütze Skill? Naja. Wobei ja meine Vermutung ist, wir müssen da gleich durch die Tür durch. Das war erstklassig daneben gesprungen. Der nervt mich, der Zwerg. Die Wichte. Ich hab den gehasst. Hä? Eben hat sich das Schiff doch noch stärker geneigt. Genau so. Nein. Ich hätte noch geduldiger sein müssen. Lass mich raten, ne? Ja. Ich will nicht klettern, ich will springen. Meine ich, ich will springen. Oder meinst du, ist dir selbst nicht aufgefallen, dass man klettern kann? Aber irgendwas könnte ja da oben sein. Da ist auch irgendwas. Da oben ist was. Oh, ich muss den ganzen Kram nochmal machen. Warum? Nee. Hä? Sowas kann ich leiden. Ja, Sabrina. Da oben ist auch noch mehr. Mach doch mal mit, du Zwerg. Ich bin mir fast sicher, dass man die Wichte da oben dranhängen muss.
Ach, warte mal. Oder kann man die schon so dran werfen? Das wäre ja witzig. Warte mal, wir müssen mal die Kiste wegschieben. Boah, geh weg, die Kiste. Wieder dasselbe Spiel wie vorher. Ha! Oh, ich bin doof. Oh, hört mir doch auf. Man sollte sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Steuerung beschäftigen. Dann wird er Ihnen einen auffallen, dass man X einfach nur gedrückt halten muss, um die höher zu schmeißen. Himmel, Herrgott. Ich gebe dir gleich Leiden, Daniel. Ich gebe dir gleich Leiden. Du wirst gleich erleben, was Leiden ist. Boah, wie lange das braucht, bis die Neigung stimmt für dieses Ding, um rüber zu springen. Ist ja anstrengend. Das Spiel will mich doch jetzt irgendwie verarschen. Jetzt machen wir es anders. Wenn es geht. Natürlich gehen genau die nicht. Das war so klar. Ach komm jetzt. Ich will jetzt nicht hier ewig rumstehen.
Okay, darauf hätte ich auch mal kommen können. Dass man das Ding noch schieben kann. Habe ich das Ding vorhin geschoben? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das Ding vorhin geschoben habe. Habe ich das Ding echt vorhin geschoben? Ist ja witzig. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Jetzt komm, du Zwerg. Wir wollen weiter. Ach komm. Krall dich doch fest. Sowas von. Wie jetzt? Fehlt doch ein dritter. Na gut, vorhin waren es ja auch drei hier. Und der dritte steht da auch noch. Oh, wie süß, der hat sich nur in die Ecke gekauert. Das ist jetzt euer Ernst. Ihr seid ein paar Schwächlinge. Ihr werdet doch mal eine Minute da hängen können. Im Sportunterricht mussten wir viel länger rumhängen. Und ihr müsst doch fit sein vom Kohleschaufeln. Jetzt mal ehrlich. Hallo, kommt ihr durch? Ey! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das soll doch bestimmt rein. Leute, kommt her. Du auch? Wo bist du denn jetzt? Komm. Oh, zum Glück konnte man das retten. Das wäre jetzt total kacke gewesen, hätte er es nicht durchs Loch geschafft. Dabei war es doch jetzt so einfach, ins Loch zu gehen. Mit euch. Aber hätte jetzt nicht der dritte noch mitkommen müssen, damit man weiterkommt? Scheiße, wo ist denn der denn jetzt hin?
Komm. Du kleiner Wicht. Kommst jetzt mit? Komm mit. Komm, mein Freund, komm. Ist das ein DLC oder so? Kennt das, glaube ich, noch gar nicht. Ja, das ist ein DLC. Alle rein ins Loch, genau, alle rein da. Hilft mir jetzt freiwillig. Schiebt! Zieht! Dankeschön. Geht durch. Geht durch. Sieht aus wie das Ende vom Kohlekeller. So wie die hier chillen. Ja, unsere berühmte Dame. Das muss aber doch jetzt Kapitelwechsel sein. So, wenn das jetzt Kapitelwechsel ist, nehme ich das zum Anlass, ein Cup zu machen und euch an eine liebe Streamerin weiterzuschicken, die jetzt schon eine Weile nicht mehr da war, die Ava. Die ist toll. Da könnt ihr gerne Liebe dalassen. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Danke für die Lurks, danke fürs Zusehen, danke für die Clips, danke für alles. Wir sehen und hören uns das nächste Mal.
Mhm.